Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Es geht auf Interchange, weil ich dort ein Maßband haben will, weil ich dort ein bisschen Essen und Trinken suche und den Rest kann ich auch dort mitnehmen von Scavs oder so. Ich nehme jetzt hier die AK, die habe ich mittlerweile umgemoddet von der AK, die ich gefunden hatte im letzten Raid mit dem Schalldämpfer, das andere Scope drauf. Die sieht mittlerweile schon echt in Ordnung aus. Und hier ist der Rest, den ich mitnehme. 260er Mags. Gut Munition diesmal. Auch viel Munition gefunden. Und ja, 11 Uhr morgens. Wir sehen uns gleich im Raid. Ja, Interchange. Im Außenbereich kenne ich mich ganz gut aus. Im Innenbereich überhaupt nicht. Ich versuche jetzt trotzdem schnell reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich alles im Kopf habe, was ich brauche. Ich brauche für so einen Schlüsseltrade mit Therapist brauche ich Nahrungsmittel. Das heißt, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich ein paar Nahrungsmittel finde. Im Rewe. Einfach mal im Rewe einkaufen gehen. Dann brauche ich ein Maßband. Ich glaube, ansonsten brauche ich nichts aus dem Obi. Isolierband nehme ich natürlich auch mal mit. Skek. War hier hinten nicht noch irgendwo so eine Kiste, die man aufmachen konnte? Ich dachte. Auf der Suche nach dem Maßband. Alles andere lasse ich liegen oder nehme nur, sobald ich das Maßband habe, bin ich hier wieder raus aus dem Laden. Oh, und da sieht ein Motor. Brauche ich einen Motor? Nee, aktuell nicht, aber eine Autobatterie. Und Glühbirnen. Oh Mann, was hier alles liegt. Ich muss mich auf das konzentrieren, was ich wirklich brauche. Und nicht irgendeinen Scheiß mitnehmen. WD-40. Sag mal, danke. In Panik. Das Dauerfeuer angefangen. Und er ist trotzdem nicht gestorben. Meine Güte, dauert das lange. Okay. Klick. Klick. Könnte auch echt ein bisschen schneller sein, der Kumpel. Okay. Das war ein bisschen besser.
Ich will doch nur so ein Maßband. Normalerweise wird hier doch immer rumgeballert auch. Im PvP-Modus ist hier immer so viel los. Mir ist es echt zu ruhig im PvP-Modus in manchen Situationen. Maßband, Maßband, Maßband. Gibt's doch nicht. War da hinten was? Nee. Spirale, Wasserfilter. Motor. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alkali. Müssten hier nicht so Werkzeugkoffer noch ein paar rumstehen irgendwo? Holy shit, das war ein Spiel-Lag gerade. Ich hab gedacht, ich werd geflasht. Einer von euch eine weiße Weste? Nee. Es ist sowas von viel zu ruhig, ne? Ich werde gleich 100 pro sowas von erschreckt werden. Ich höre Leute reden. Maßband. Detox, danke für den Follow. Kein Maßband. Aber die spawnen ja halt auch gerne in diesen Werkzeugkoffern. Ich sehe nur auch keinen davon. Leider. Okay. Wo ist der Rewe? Ich habe doch hier gerade Bewegung gehört, vielleicht die Rolltreppe runter. Verlauf mich hier immer so hart, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss.
um jetzt diesen Rewe zu finden. Ich könnte natürlich noch nach Grafikkarten gucken und so, aber das kann ich auch in einem anderen Moment. Mir ist dieses Maßband und das Essen viel wichtiger gerade. Als jetzt irgendwelche Grafikkarten zu finden. Und mich macht das absolut fertig, dass hier noch nicht ein Schuss gefallen ist. Lol. Er hat sich einfach hingelegt. Wie komme ich in diesen verdammten Rewe rein? Darf ich hier nicht hoch? Doch. Okay. Alles easy. Der Generator ist mir viel zu laut. Hier einer drin. Ein Pferd. Ich weiß nicht mal genau, für was man das braucht, ne? Full Metal Jacket. Hätte jetzt gedacht, der ist hier drin. Anscheinend nicht. Dann lasse ich's. Und schau mal lieber. Dass ich jetzt in den Rewe komme. Der hat mich minimal erschreckt. Du eine weiße Weste an? Nee. Muss mich kurz irgendwo. Nee, hier ist schlecht. Ein kleines bisschen verschanzen. Solange ich gerade die Zeit dazu habe. Weil das dauert jetzt wieder. Sind schon ein paar Kugeln raus. Aus dem Magazin. Habe ich denn was zu trinken und zu essen dabei? Nee, weil jetzt wird es langsam schon wieder eng. Der ist hinter mir. Von euch eine weiße Weste an? Nee.
Okay. Dieses riesige Feuer, was da hinten brennt, das müsste auch einen Lärm veranstalten eigentlich. Tilo, grüß dich. Hi. So, hier hinten gibt es jetzt das Essen. Ich will alles mitnehmen, weil ich nicht genau weiß. Okay, ich weiß, dass ich das nicht brauche. Was ich nochmal zum Handeln brauche. Das nicht. Ein Hot Rod kann nützlich sein, sicherlich. Die Croutons kann ich essen. Die kleine Tushonka, die brauche ich auf jeden Fall irgendwann. Energy. Einfach mal die Croutons futtern. Und den Energy. Plus ein Mpf. Was? Was? Military Powerfield. Ah, okay. GZ. Die brauche ich. Oh ja, die brauche ich. Die Erbsen. Oh, was brauche ich denn für den Trade? Ich hätte es mir aufschreiben sollen oder so. Ah, Kürbis. Genau, Kürbis, Erbsen und dann noch so ein... Und dann noch so ein... Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Ein Eistee. So, dann suche ich jetzt noch schnell einen Eistee. Und die großen Tushonkas nehme ich natürlich auch gerne alle mit. Weil die will nämlich der Prepper, der Jäger haben. Da ist der Eistee. Ich hoffe, ich brauche von jedem nur eins. Zwei Cracker. Ah, zwei Cracker waren's. Verdammt. Ja, stimmt. Danke. Danke, Ruth. Das ist sehr nützlich gerade an der Stelle. Fucking Mayonnaise. Cracker. Hier gibt's keine Cracker. Hier gibt's keine Cracker. Shit. Gut, wo muss ich raus? Loch im Zaun, Schutzbunker, Ausgang bei den Schienen. Ich habe keine Ahnung, wo Schutzbunker und Loch im Zaun ist. Schienen weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie ich genau dahin komme. Loch im Zaun geht ohne Backpack, okay. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg zu den Schienen. Oder auch nicht. Ah, doch. Ich weiß, wo ich bin, okay. Ich kenne mich so schlecht auf dieser Map aus, ne? Sehr schlechte Lichtverhältnisse, ich sehe nichts. Dachte, ich hätte da hinten irgendwo einen gehört. Ich hatte doch gerade rechts auch noch Steps.
Vielleicht war aber auch das der unten, den ich da gehört habe. Nee, ich wollte gerade was sagen. Wenn ich das jetzt sage, dann jinx ich's nur. Ich sag's nachher. Falls ich rauskomme. Vielleicht ist aber auch alleine der Gedanke daran jetzt schon zu viel gewesen. Ich weiß, da vorne im Gebüsch ist auch ein Stash, aber hier war doch... Ist der weg? Gibt's den nicht mehr? Hier war doch irgendwo ein Stash. Okay. Naja, egal. Ah, die sind nicht 100%, nicht mehr in dem Fall. Früher waren die mal 100%, die Stashes. Ist ja witzig, dass das geändert wurde. Aber ja, warum nicht? Gibt mehr Stashes. Ah. Ja, witzig. Keinen einzigen PMC gesehen. Bisher. Ich bin sehr verwirrt. Na, vielleicht war der auf der Rolltreppe relativ nach dem Obi. Vielleicht war der. Könnte sein, aber sicher bin ich nicht. Ich dachte kurz, lol, ich kann hier schon raus? The fuck? Okay, das war bisher auch ein bisschen weiter hinten. Aber nice. Hat funktioniert. Ach so, nee, jetzt mache ich schon wieder, ne? Ich zeige euch natürlich erst, was hier los war. GG, dankeschön. Ne, 16 Scav Kills. Viele, viele Headshots. Alles Headshots? Okay, alles Headshots. Okay, let's go. 16 Scav Kills. YouTube. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.